Den Traubensaft habe ich jetzt geerntet. Und ich habe das mal gewogen. Es sind 28 Kilogramm Traubensaft geworden. Und von diesem Traubensaft fülle ich jetzt was hier in die Karaffe, um den Zuckergehalt festzustellen mit einer Öxle-Waage. Und dies ist eine Öxle-Waage, da kann man die spezifische Dichte einer Flüssigkeit feststellen. Hundert Öxle bedeutet zum Beispiel 1,1 Kilogramm pro Liter oder 125 Öxle bedeutet 1,125 Kilogramm pro Liter. Und hier oben ist noch eine Skala, da kann man den Alkoholgehalt messen, wenn sich irgendwann Alkohol entwickelt hat. Diese Öxle-Waage, die kommt jetzt hier in den abgefüllten Traubensaft rein. Und dann kann ich sehen, wie weit die eintaucht. Dieser Saft hat 70 Öxle ungefähr und das kann man mit einer Tabelle jetzt umrechnen. Also hier ist eine Tabelle. Da sieht man, dass 70 Grad Öxle 156 Gramm Zucker pro Liter sind und das ergäbe einen Alkoholgehalt in dem Wein von 9,22%. Der Saft hat 156 Gramm Zucker pro Liter. Das ergäbe um 9% Alkohol. Dann habe ich ausgerechnet, wenn ich einen Alkoholgehalt von 15% haben will, brauche ich 250 Gramm Zucker pro Liter und muss im Endeffekt für die gesamte Saftmenge 2,5 Kilo Zucker dazugeben. Bei diesem Paket habe ich jetzt 500 Gramm rausgenommen, dass da nur noch 500 Gramm drin sind. In diesem Saft hier, 26 Liter, gebe ich jetzt 2,5 Kilo Zucker dazu. Ein Kilo. Noch ein Kilo. Und das halbe abgewogene Kilo. Jetzt sind hier 2,5 Kilogramm Zucker drin. Und jetzt rühre ich das um, bis sich der Zucker aufgelöst hat. So, vor 4 Tagen habe ich so einen Gärstarter angesetzt. Einen halben Liter naturtrüben Apfelsaft. Einen Löffel Zucker dazu. Eine Prise Hefenährsalz. Und etwas Mehl in Wasser aufgelöst. Und dann habe ich hier diese Flüssighefe dazu getan. Und dann ist das dabei rausgekommen, dieser Gärstarter. So, dieser Gärstarter, der hat sich nach 4 Tagen Schaum gebildet, nach 3 Tagen Schaum gebildet. Den habe ich jetzt vor 4 Tagen angesetzt. Und es bildet sich hier Kohlendioxid. Das ist abgedeckt, damit da keine Fliegen und kein Sauerstoff dran kommt. Portweinhefe, flüssige Portweinhefe ist das. Also diesen Gärstarter, den ich mir vor 4 Tagen angemischt habe, den werde ich jetzt hier in diesen 26 Liter Traubensaft dazu geben. Ich schütte das mal ein bisschen auf, damit auch der Bodensatz mit da reinkommt. So, jetzt ist die Hefe hier drin. Dann rühre ich das nochmal um, damit das gut durchgemischt ist. So,
schließe ich das Fass. Hier ist Wasser drin, damit, und da kann ich dann sehen, ob Kohlendioxid entsteht und ob der Gärvorgang noch im Gang ist. So, nach anderthalb Tagen entsteht richtig viel Kohlendioxid. Das ist wie wild am Blubbern.